Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. Oh, und ich bin Metal Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Raft. Wir gingen schon rund, bevor die Aufnahme überhaupt gestartet hat. Ja. Ich werde direkt erstmal angeknuspert, bevor die Aufnahme startet. Da heißt hier Schildkröte, Schildkröte. Die ist direkt hier, die schwimmt genau hier. Ja, ich sehe sie. Hallo, ihr Schildkröten. Stich sie ab. Mach ich. Ich weiß nicht, ob da was bringt. Aua. Oh, ich habe keine HP mehr gleich. Ich weiß nicht, ob da was bringt. Ich höre keinen Stech-Sound oder irgendwie sowas. Müssen wir irgendwie einfangen oder so? Ich denke mal schon. Ich habe übrigens ein paar Sachen herausgefunden. Aber okay, ich muss. Ich bin ja, tot. Komm her. Ich muss hier raus. Ich bin fast tot. Ich mach erstmal Frühstück. Ja. So, hier ist noch Glas drin, sehe ich gerade. Oh. So, genau. Wir haben hier schon so schön gebaut alles. Ja, was wir hier alles schon gemacht haben. Ja. Brauchst du etwas zu essen? Im Moment nicht. Noch dann nicht so gut. Dann esse ich die Hähnchenschenkel jetzt ganz allein. So, wir haben 20 Kupferbahnen. Da musst du auch für irgendwas nützlich sein. Der Dinger drin. Ich muss auch noch die Pflanzen gießen. So. Ich lager mal ganze Plastik hier in der Truhe ein. Verpiss dich, du scheiß Möwe. Und wenn du irgendwie Holz hast, ich versuche mal eine Holztruhe hier zu bauen. Tun wir die Kerzen mal irgendwo anders hin. Wir haben übrigens neue Ziele, denn wir haben herausgefunden, wie wir tatsächlich an das explosive Pulver drankommen, das wir brauchen, um den Netzwerfer zu befüllen. Ja. Und wir müssen dafür Kugelfische erledigen. Aber erstmal sollten wir uns langsam mal anfangen, bessere Waffen zu machen. So. Ich baue jetzt noch eine Truhe hin. Da können wir dann Holz reinpacken. Holz. Unser Holz. Wir und unser Holz. Das Holz wäre gut zum Ausbauen, ja, würde ich sagen. Unser Floß ausbauen und so. Genau, denn wir wissen ja, Holz sieht sehr schön aus und Holz ist vielseitig. Weil ich will jetzt nicht hier irgendwie, ich habe schon den letzten beiden Parts hier nur damit verschwendet, jetzt hier die ganze Zeit zu bauen. Ich will jetzt nicht hier die ganze Zeit hier nur mich aufnehmen, wie ich die ganze Zeit baue, deswegen. Ja, wir müssen heute mal wieder Abenteuer erleben. Deswegen müssen wir mal hier so, weil ich. Wir können ja halt Holz schon mal ansammeln. Und dann irgendwann, wenn wir genug haben, dann setze ich mich wieder dahin und tue wieder ein bisschen bauen wieder. Anstatt Licht immer. Aber. Würdest du bitte mal den Anker lichten? Ja. Mach du das doch, du bist doch direkt da. Ich bin ja gerade am Sortieren, ganz kurz, bevor wir losgehen. Alles musste man selber machen, ey. Nee. Was mache ich nur mit dir? Ich tue jetzt hier noch kurz die Kupferbahn schmelzen, das Glas einlagern, was ich noch hab. Hier haben wir noch Seetang, ist auch noch nicht geschmolzen. Schrottseile. Sind wir denn hier von der Insel? Ja, ne? was war das gerade? Hast du mal einen Stein geworfen? Nein, sowas würde ich niemals tun. Ich habe nur so gehört. So Explosion gesehen, so eine Steinexplosion. Ich habe nichts gemacht. Schau mich nicht so an. So, mein Gott, ich bin voll unschuldig. So. Ja, der kam weg. So. Sich mal die Kokosnuss, obwohl wollen wir unser Essen. So. Kommt einfach ein Fass hier durch das Floß geschwommen. Ja, ne? So, gegart Kartoffeln. Oh. Schon hätte ich mal ein paar. Ja, mach ruhig. Das ist irgendwie erstaunlich, dass du nicht gemerkt hast, dass ich dich gerade mit zwei Steinen abgeworfen habe. Ich habe doch gemerkt, ich hab so Dings gesehen, so. Ich dachte, da wäre ein Vogel oder so, der jetzt hier anfängt, uns anzugreifen. So,
Guck mal, so viele Fässer. Mein Plan hat funktioniert. Da sind ja gar keine Planken drin in der Schmelze. So, dann nehme ich nur hier einen Schluck. Ja, nimm mal einen Schluck. Ist ja alles gegossen? Ja, ne? Ich hab alles gegossen. Perfekt. So, mit den Blumen funktioniert irgendwie nicht so, mit den Bienen, habe ich so ein Gefühl. Das finden wir auch noch raus. Ja. Aber im Moment tut sich da nichts. So, war ja nicht gerade noch irgendwo eine Dings, eine Insel? Nee. Ja, wir fahren dran vorbei. Ich habe das Segel mal geändert. Ja, ich muss das Holz hier mal ansammeln. Oder Plastik. Plastik! Also, was hier? Nochmal so. Dann nochmal das Holz und das Plastik hier direkt nebeneinander. So. Das glaube ich ein bisschen besser, ne? Schrott habe ich auch noch. Rein damit. Also Seile haben wir auch schon voll, ey. Natürlich haben wir Seile schon voll. Voll, ich setz die Segel Richtung Insel. So viele Dinger brauchen wir gar nicht. Oh Gott. Wo ist die Insel? Oh. Da ist die Insel. Hinten ist sie. Ich setz die Segel drauf. Ist sie groß? Oh, okay. Ist ein Loch. Warum ist da ein Loch? Das habe ich doch gerade erst repariert. Ich hab keine Planken. Und irgendwie kommen wir nicht zur Insel hin. Ist so irgendwie ein Paddel oder so. Ja. War gerade nicht dabei. Verdammt. Sonst hätte ich gesagt, mach dich mal nützlich. Ich soll vielleicht auch mal 20 Dinger hier Zeit mitnehmen. Ja, deswegen geht das nicht. Oh. So, gut. Was bauen wir denn für ein Metall? Wir bauen Metallbarren und Bolzen. Ne? Das ist aber immer so teuer alles. Ja. Ich denke mir mal, kann man noch mit normalen Waffen machen. Ich höre den Hai irgendwo. Hab ihn schon abgewehrt. So, meine Axt ist auch schon wieder kaputt. Mein Gott. Wir bewegen uns immer weiter weg von der Insel. Nein! Na gut, gehen wir woanders hin. Ah, rein damit. So. Ja, okay. Und jetzt sehen Sie meinen Trick. Ich stehe auf einem Mülleimer. Soll vielleicht mal die Treppe irgendwo anders platzieren. Weil der blöde Mangobaum ist irgendwie. Ja. Also was, ich tue lieber das hier platzieren. Weil die Treppe, die kann ich nicht abreißen. Ich kann die nur abreißen, aber dann muss ich die wieder neu bauen. Ja. Deswegen machen wir halt hier. So, jetzt der Mangosamen, den ich da reingepackt habe, leider weg. Verdammt. Ja. Ich will nicht die ganzen Dinger, ich will nur einen. Boah. So. Ich habe alles abgebaut und neu gepflanzt. Und unser Frühstück ist fertig. Ist ja nicht so, als ob wir schon sehr viele Kartoffeln gefressen haben. Aber, oh warte, Moment, haben wir doch. Unser Leben steht aus Kartoffeln. Ja, irgendwie schon, ne? Ich hab noch 12 Mangos in meinem Inventar. Wir haben noch so viele hier übrig. Ey, mein Plastikhaken ist kaputt gegangen. Nein. Endlich. Wie endlich? Der hatte mein Inventar blockiert. Hol. Ich hatte keinen Platz mehr in meinem Inventar, lass mich in Frieden. Okay.
So. Vogel. Ja, mein Schwert kaputt. Alter, sieh dir diesen Loot an! Mann, ich bringe uns zum Loot! Ja, das ist immer der Loot! Ist bei dir der Vogel immer noch hier? Bei mir ist er die ganze Zeit hier. Ne, bei mir ist er nicht da, bei mir ist er weggeflogen. Boah. Der hackt immer noch darauf rum bei mir. That's strange. So, ich sehe nichts. Lass schlafen gehen. Jetzt schon wieder schlafen gehen? Ja, ich sehe nichts. Schon wieder so früh? Oh Mann, ich will aber nicht ins Bett. Okay. Oder am zweiten Stockwerk. Ich höre den Vogel immer noch. Der ist ganz einmal hacken bei mir. Unterbrochen. Dieses Mal nicht. Oh, ach so, guck mal da, da liegt er doch. Da liegt ein toter Vogel rum. Warum liegt da ein toter Vogel rum? Jetzt ist er weg. Ja, der war tot die ganze Zeit. Also zumindest bei mir. Ja, wenn er die ganze Zeit jetzt hier rumgehackt hätte, wäre ein bisschen nervig gewesen für mich. Die ganze Zeit. Ich hab die Diddy Kong aus Donkey Kong. Hey, sag nichts gegen Diddy Kong. Diddy Kong ist cool. Lass Diddy Kong in Ruhe. Da hinten kommt eine Insel übrigens. Eine Insel? Yes. Ja, wir steuern genau drauf zu. Brauchst du eine Suppe? Oh, kannst du eine vorbereiten, aber im Moment brauche ich nicht. Es ist eine fertig. Okay. Nimm sie dir ruhig. Danke mal. Wo ist unser Ding nochmal? Hier. Habe ich wenigstens schon mal eine. Ich esse die ganze Zeit den Mangos hier weg. Ja. No, mache ich direkt eine neue Suppe. Perfekt. Ich hab so viele Kartoffeln, weil ich weiß gar nicht wohin damit. Wir nähern uns der kleinen Insel. Hervorragend. Jetzt nehme ich erstmal alle Kartoffeln und dann mache ich neue Kartoffeln. Denn unser Leben besteht aus Kartoffeln. Das ist das Leben. Hey. Stück, geh weg. Hallöchen, du wunderbare Kiste. Komm her. Ich liebe es, wenn so eine Kiste auf mich zukommt und ich nichts dafür machen muss. Ja. Dann sollen wir durch. Ich guck mal, ob in unseren Dingern irgendwas ist. So, der Glibber ist auch fertig. Dann lud ich mal unsere Wasserdinger hier. Die sind auch wieder ein bisschen voll. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Und da ist ein Fass drinne. So, haben wir irgendwas noch zum Schmelzen? Wir haben nichts mehr zum Schmelzen. Perfekt. Ich habe noch was zum Schmelzen. Moment mal. Lass mich mal da bitte ran. Ich habe sogar noch was richtig Gutes zum Schmelzen. Bam. So, hey, eine kleine Insel. Okay. Ich habe aber Durst. Wir gehen da dann vorbei. Ah, kontrolliere das Segel. Ich muss was trinken. Der Vogel. Direkt neben dir. Peng. Und wir sind. Sind wir schon da? Nein. Sind wir schon da? Nein. Sind wir schon da? Nein. Ja. Nein. Und ich habe keinen Platz. So. Ich habe. Ja, ich schnapp mir die Bäume. Ich erkunde die Unterwasserwelt. Die Unterwasserwelt. Zack. Zack. Der Fluss ist so groß von hier oben. Oh. So, ein
ein paar Blumen einsammeln. Wer weiß, wofür wir die brauchen irgendwann. Bin schon wieder gleich voll. So. Warum kann man dieses Zuckerrohr eigentlich einsammeln? Wie in Minecraft. Keine Ahnung. Ach, ich bin schon wieder. Du fragst mich Sachen. Weiß nicht. Tu mal Stein einsammeln und so. Machen wir eigentlich nicht. Auf geht's. Oh, egal. Wieder Kupfer. Mal sehen. Was finden wir denn hier? Ich hab ein paar Seetang haben wir hier. Ausgezeichnet. Ist der Hai bei dir? Wenn ja, dann ist gut. Dann bin ich in Sicherheit. Ja, genau, ey. Hauptsache der Hai ist bei mir. Damit ich angeknuspert werde und du hier einfach so feuchtbrüne Hönig hier Mineralien abbauen kannst. Aua! Was bist du für ein Bro, ey? Das hat mich gerade zutiefst verletzt. Ich hätte gedacht, das wolltest du, dass es mir gut geht. Ich will auch, dass es dir gut geht, aber mir soll es auch gut gehen. Vogel. Da rennt er schon weg, bevor ich überhaupt ihn angreifen kann. Nein. Fuck, ich bin gleich tot. Und dann kommen wir hier rein. Oh, hier sind ja Hähnchenschenkel. Das sind ja Hähnchenschenkel. Von wem die wohl sind? So, jetzt haben wir ja wohl alle farbigen Blümchen hier langsam haben. Alle Blumen in allen Farben und Geschmacksrichtungen. Ja, nur noch wissen, wofür wir die brauchen. Vielleicht sollten wir mal mehr von diesen Dingern herstellen. Vielleicht brauchen wir einfach mehr Blumen. Wenn ich wüsste, wo hier noch mal alles ist. Weißt du, was ich glaube? Netzwerfer hast du schon mal hergestellt, ne? Den Netzwerfer habe ich, aber ich brauche die Munition dafür. Na! Was wir mal bauen könnten, so ein Haifischköder können wir mal bauen. Ja, und guck mal da, was wir haben. Da bauen wir nur Seide und bestimmte Fische. So. Ich tue mal so eine kleine Anbaufläche. Ich tue mal so mehrere kleine Anbauflächen bauen. Dann tun wir da die Blümchen hin. Dann tun wir in jede eine bestimmte Blumenart, nehme ich mal an, rein. Ich tue jetzt die alle hier hinpacken. Ich tue die mal. Oh, wer, weißt du, was es heute zu essen gibt? Kartoffeln. Nein. Oh. Heute gibt's Haifleisch. Oh, ist er tot? Ausgezeichnet. Ja. So. Heute gibt's Haifleisch und Kartoffeln. So. Da tun wir Weiß rein. Ich mampf jetzt Chicken. Chicken! Da tun wir Rote rein. Da tun wir Blaue rein. Genau. Da tun wir Weiße rein. Blaue, wie viel kann ich grün? Tun wir Grüne rein. Wait, what? So. Ausgezeichnet. Was habe ich jetzt? Weiß, Rot, Blau. Gelb haben wir noch nicht. Uhuhuhu, Jackpot! Also gefunden. Und Schwarze. Moment. Ich muss gucken. Yes. Okay, ich bin. So, sind das alle? Eins. Let's go! Was machst du da? Drei. Ich habe drei Metallerz gefunden. So. Sind das alle Farben? Ich kann mich jetzt in der Nähe tatsächlich mal irgendwie mal so ein bisschen umsehen. Ohne da, dass mich der Hai die ganze Zeit jetzt hier anknuspert.
So. Yes, sir. Weil ich in der Palme. Bist du wahnsinnig? Ich und wahnsinnig? Hättest du mich für wahnsinnig, mein Bro? So. Ich habe eine Menge Blumen jetzt angepflanzt. Hoffentlich bringst du das. Ich sag's ja, du wirst noch zum Botaniker. Wir haben die jetzt in allen Farben, werden die jetzt hier angepflanzt. Mein Gott, muss ich meine ganze Flasche hier verbrauchen, um die aufzufüllen. Du. Du und du. Und auch du. Na. Schon wieder eine Kartoffel hier weggefuttert. Hör auf, die Kartoffeln wegzufuttern. Na, ist hier noch was? Ist hier noch was? Noch was? Oh mein Gott, noch mehr! Mehr? Okay, das hier ist Kupfer, aber trotzdem, Kupfer kann man gebrauchen. Hey, let's go! Okay, also hier ist noch Sand, bisschen Sand mitnehmen. Ja. Ein bisschen Sand. Hier ist so viel auf den Grill, ne? Dann bediene dich ruhig. Dafür habe ich jetzt gemacht. Oh mein Gott, hier ist noch mehr Metallerz. Ja, was? So, Vogel. Yes, let's go. Du blöder Vogel, gehst du weg? Die sind noch nicht mal gewässert. Ich sehe den Hai. Ich muss sagen, die Insel hat sich gelohnt, auch wenn sie so klein ist. Ich kann dir mal sagen, wie viel Metallerz ich gefunden habe. Ich habe 10 Metallerz gefunden. Ja, gut. Aber wir haben. Ah, okay. Jetzt, damit kann ich mir auf jeden Fall jetzt bessere Waffen herstellen. Gut. Können wir uns ja beide einen Metallspeer machen. Vielleicht können wir die Fische noch mal endlich mal, die Vögel one-shotten. Ich meine, ich kann die Vögel sowieso one-shotten. Ja, mit dem Bogen, aber nicht mit dem Speer, ne? Nee, nicht mit dem Speer. Na hier. Könntet ihr jetzt volle Möhre dir einen Pfeil ins Knie jagen. Kennst du noch dieses Meme? Jemand ja, nimmt ja. Ein Pfeil. Na ja, und? Ich habe Skyrim ein Jahr lang durchgehend gespielt. Also nachdem man rausgekommen ist. Jeden Tag. Und? Ey, bleib stehen! Jemals. Ich geh mal weg. Geh ich einfach weg. So. So, ich habe ein bisschen Glibber hier reingepackt. Ich habe den bei mir an der Seite gesehen. Du hast ihn tatsächlich im Knie. Boah. Ja, ich sehe den bei mir. Ich sehe den bei mir an der Seite. Er ist halt in deinem Knie. Halt still. Er ist rechts von mir. Jetzt ist er weg. Nee, und? Pium. Ich habe keinen Schaden. Ich weiß, weil Friendly Fire nicht an ist. Das ist doch so ein voller guter Look für dich. Mit so einem Pfeil im Bauch. Aua! Aua! Ja, da ich davon. Da können wir weiter. Ist alles weg. ja. Setz die Segel. Ja. Kannst auch ein ich glaube, mein Knie ist bei mir an der rechten Schulter, bei mir war halt nämlich rechts. Ja, ich hab den Fall halt wirklich in deinem Knie getroffen, aus meiner Sicht aus. Warte mal. Ich glaub... Scheiße. Oh fuck, wer hat diesen blöden Spruch nur angefangen?
ist nur Steine, aber was hier ist eine Kiste unter Wasser. Metallerz, boah. Direkt unter unserem Floß hier. Aber das sind Haie. Und direkt unter unserem Floß hier, da wo die Pflanze da rausragt, da sind irgendwie Sachen. Cool, hast du die Kiste jetzt eingesammelt? Ja, ja. Ich lichte mal den Anker, ne? Ja, ja, aber hab ich doch schon. Wir bewegen uns nicht weg. Oh nein, wir bewegen uns nicht weg. Wir müssen hier weg. Ja, müssen wir das? Ja. Ich möchte hier nicht sein. So, den Glibber habe ich jetzt auch für dich. Dann lass uns, dann machen wir Platz. Lass mich mal mein Metallerz schmelzen. So. Was bauen wir noch? Ich würde am liebsten einen zweiten Reiniger bauen. Machen wir nur Planke und Kunststoff. Da. Moment. Und ein bisschen Glas, was wir irgendwie sowieso nicht brauchen. Die meiste Zeit. Oh, wir haben 16 Glas, mein Gott. Noch mehr Glas. So. Ach du Miststück, ey. Ich habe nur noch eine Planke. Ich brauche mehr Planken. Warte, der Baum ist ja fertig. Habe ich noch eine Axt? Ich habe keine Axt. Warum habe ich keine Axt? Weiß ich auch nicht. So. So. Auf. So, jetzt haben wir doppelte Wasserzufuhr. Boah, doppelte Wasserzufuhr. Nice. Dann mach ich die mal direkt voll. Hab ich schon. So. Ich habe auch ein Metallerz gefunden, kann ich auch da reinpacken. Ja, ich habe meins da schon reingepackt. So. Ich habe keine Planken mehr. Ich brauche wieder mehr Planken. Ups. Aber ich habe eine gute Kiste gefunden. Oh Gott, da waren Palmblätter drin. Scheiß auf die Palmblätter, braucht kein Schwein. Wer hat die denn da reingepackt? Weiß ich doch nicht. Aber ich brauche wieder Steine. Stein. Aber ich brauche noch mehr Planken. So, ach, hier haben wir noch alles mögliche. Scharniere. Haben wir da noch. Haben wir die Scharniere nicht auch hier drin? Ja, weg damit. Kommen wir hier rein. Weil die Sachen, von denen wir nicht wissen, was wir mit dem brauchen. Hier Leder und all so was. Schmutz. Beschmutz. Soil it. So. Wie viele Metallerze hast du gefunden? 10, habe ich doch gesagt. Boah. Ja, ich habe doch gesagt, dass ich fette Beute gemacht habe. Ich habe fette Beute gemacht. Haben wir keine Steinkiste? Doch, da haben wir Steine. Doch, wir haben eine Steinkiste, aber ich brauche gleich selber ein paar Steine. Wenn ich mir eine neue Axt machen kann. Axt. Mein Gott, ich schmeiß die Palmen bitte. Was? Kunststoff. Weg hier durch. Schmeiß die Palmblätter weg, ey. Ja, schmeiß sie weg. Sie können mich hier. Verdammte Scheiße, ey. Schmeiß diese Scheiße weg, ey. Genau, wie ich diesen Stein jetzt wegwerfe. Ja. Warum hast du den Stein weggeworfen? Weil ich nur einen hatte. Ey, so. Zeig mal ein bisschen Gefühl für Steine, ey. Ein so. Herz für Steine. So, Blumen sind jetzt alle hier. Nur irgendwie kommen keine Bienen. Du hast hier den Müll einmal hingestellt. Ja. Da schmeiße ich jetzt die ganzen Palmblätter rein. Ja, habe ich auch. Nein, und die Federn. Da! So, boom. So, wir haben jetzt zwei Wasser. Oh, fast direkt durch unser Fluss. Noch ein Metallbarren. So eine große Insel. Oh, was ist das denn da hinten für eine Insel? Die sieht ein bisschen komisch aus. Da bin ich mir halt nur ein. Hier so mit so Felsen umgeben. Das klingt interessant. Da müssen wir hin. Das ist unser Ziel. Ja, wir gehen genau darauf zu.
Ja, dann let's go. Das ist unser Ziel. Was ist das da hinten? Ist da eine Antenne da hinten auf der Insel? Ich glaube, wir haben was Cooles gefunden gerade. I guess. Siehst du da hinten? Ja, ich sehe das da hinten. Aber ich denke, da ist so irgendwie so ein Turm oder irgendwie sowas, so ein Radiosatellit oder irgendwie sowas, glaube ich. Ja, so eine. Ja, das sieht wirklich so aus wie eine Radioantenne. Sehr gut. Da muss man wahrscheinlich mit dem Ding erreichen, aber wir haben das irgendwie jetzt zufällig bekommen. Aber das gezeigt, dann haben wir ja was zum Erkunden. Ja, wir haben was zum Erkunden. So, und let's go! Okay, ich sehe aber wieder nichts. Ja, damit. Aber Danilo, sieh doch! Die Sonne! Sie geht gerade auf. Ja, oh. Fall doch nicht ins Wasser. Das ist wirklich eine seltsame Insel. Ja. Nee, das ist. Ah, nee, guck mal da, das ist eine Flagge! Okay. Ist auch nicht schlecht. Na gut. Ich tue mal das Segel ändern. Oder tu mal. Ja, ändere mal so ein bisschen das Segel. So. Dann können wir ja mal da gucken. Das sieht nämlich interessant aus. Das wollte ich gerade sagen. Ich tue mal ein bisschen weiter. Nicht, dass da ein Vogel los ist oder ist da keiner. Ich höre ein Hai. Nee, irgendwo. Da ist nichts. Dann gehe ich da ran. Ich glaube, der Hai hat gerade was weggeputzt wieder. Darum kümmere ich mich später. Wow, sieh dir das an hier. Hier ist ein gestrandetes Schiff. Oh, neues Zeugs. Ja, da mal rein da. Eine Kapitänsmütze. What? Reach Captain's Island. Haben wir was Cooles gefunden hier? Ich gehe mal da zur Flagge da hoch. So. Ich schau mich hier mal um. Oh, hier haben wir wieder Schmutz und Pilze. Ich habe ein Funkgerät gefunden. What? Ich muss was wegwerfen. Scheiße, die Palmblätter, weg mit euch. Warte, aus euch mache ich Seile. Nein, ich komme mit der Falle nicht hinter. Moment. Ah, ich dachte, ich kann irgendwas machen. Nö. Funkgerät mitnehmen. Aber was sehr cooles gefunden hat, du bist da drin schon. Ja, ich. Hier sind Planken, hier liegen Planken rum. Oh, cool. Captain, my Captain. Ja, oh, Captain, my Captain. Reach Captain's Island. Cool Story. Warte mal, Danilo. Oh, oh. Sieh mich mal an, wo bist du gerade? Sehr gut. Ich hab die Kapitänsmünze auf, ne? Ja. So, yes, sir. Hier unterm Schiff ist eine Kiste. Planke, Glas, Planke. So, der Hai ist genau hier drunter. Ja, der versucht einen Sand zu knuspern. Ja, ich bin direkt da in der Unterseite des Schiffs. Oh, okay, Funkgerät, was kannst du denn damit machen? Ich weiß es nicht. Was ist mit dem Hai los? Ist er immer noch im Schiff drin? Ne, jetzt ist er weg. Ich habe ihn, glaube ich, gerade befreit. Aber der hat gerade ganz. Warte mal. Unsicher, ob es funktioniert. Wir sollten es mal mitnehmen und mal gucken, was wir damit machen können. Naja, ja, sowieso. Na, ich meine, der Unterwasserwelt hier ein bisschen um, aber erstmal mache ich die. Ich will mich hier mal umsehen. Ja, den Schmutz sollen wir auch mal mitnehmen am besten. Ja, aber ich habe ja keine Schaufel. Du hast eine Schaufel. Ja, die ist irgendwo eingelagert bei uns. So, oh, jetzt ein Pufferfisch. Okay. Also, du musst ihn angreifen und dann immer zurückweichen. Ja, versuche ich, aber ist nicht so einfach. Naja. Du kannst mir ja helfen, wenn du willst. Dann gehen wir vielleicht down. Ich bin in der Nähe von der Flagge. In der Nähe von der Flagge? Unterhalb von der Waschmaschine, die da ist. Mhm. Vielleicht kann ich ihn ja an Land locken.
Und du kannst ja irgendwie mit Pfeil und Bogen abschießen. Das wäre eine Möglichkeit. Da, der ist wahrscheinlich jetzt hier drin gerade. Er ist gerade perfekt positioniert. Komm hier ein Stück. Er sieht mich irgendwie nicht. Ich bin die ganze Zeit bei denen in der Nähe, aber. Wo bist du denn? Hallo? Hallo? Ich sehe dich auch nirgendwo. Wo bist du denn? Ich bin jetzt in der Nähe von der Flagge, aber ich muss ein bisschen aufpassen, weil hier ein Hai rumschwimmt. Wo bist du denn? Also ich warte mal, ich geh mal da, ich sehe dich. Wo ist er? Da, da, hier war das. Irgendwo, glaube ich. Nee, da. Und jetzt hier. Da unten. Jetzt hab ich dich schon wieder aus den Augen verloren. Boah. Ja. Oh, ja. Komm schon. Da war's, ich hab's gesehen. Ja. Links. Ich bin am Land. Hier. Hier. Da, ich seh ihn. Oh. Oh Gott. Nein, nicht platzen. Ja, ist nicht so einfach, ne? Aber. Nee, er ist geplatzt. Oh, ich bin vergiftet, glaube ich. Scheiße. Oh Gott. Oh Gott, hoffentlich sterbe ich dadurch nicht. Nee, ist schon wieder weg. Ich habe eigentlich gedacht, ich wollte ihn so an Land locken, damit du ihn mit dem Feuer und Bogen oder so abschießen kannst. Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, wir müssen ihn wirklich mit dem Speer erledigen. Also mit dem Speer müssen wir ihn, glaube ich, 5-mal treffen. Hm, weiß ich nicht. Also mit einem normalen Holzspeer. Ey. Aber hey, wir haben die Kapitänsinsel erreicht. Ja. Was auch immer das bedeutet. Ich setz mal das Funkgerät bei uns ab. Kommt denn so viele Algen hier? Seetang. Was hat? Habe ich ja nicht eingesagt, weil ich voll bin. Okay. Was ist? Es lässt auf jeden Fall, es lässt Musik abspielen. Okay. Ich kann mal den Empfänger oder so aufstellen. Vielleicht bringt das irgendwas. Moment. Lass mal gucken, ob du den Empfänger irgendwo aufstellen kannst. Moment. Ich muss hier eben erstmal einen Vogel rupfen. Und dann muss ich erstmal was essen. Ja, ich auch. Sache, ich sehe ihn hier nicht. Erstmal eine ganze Seetang hier einsammeln. Dann hätte ich noch eine ganze Melone. Das war schon durstvoll, aber egal. Noch mehr Seetang. Boah. Boah. Und ich mache jetzt erstmal Hähnchen. Ich weiß nicht, wo der Hai ist, aber der lässt mich in Ruhe die ganze Zeit. Oh, ein Fisch also, war. Also heute gibt's wirklich Chicken, ey. Die Leute wollen wirklich, dass wir heute Chicken futtern. Ja. Chicken. Hm. I like Chicken. Hier ist sogar ein Kühlschrank in dem Schiff. Ja. Da ist nichts drin. Nee, da ist nichts drin. Hier ist eine Mikrowelle. Ich irgendwie an The Forest, da gab es auch irgendwie so ein Schiff ganz am Anfang. Das war ein Flugzeug. Nee, nicht das, aber da in der Nähe, wo wir unsere Basis aufgebaut haben, da war auch irgendwie so ein Schiff an so einer kleinen Insel. Ja. So, sind wir ja fertig. So, wo ist der Hai? Sei froh, dass er nicht da ist. Oh mein Gott, ich hab Durst. So. Achso, den Schmutz muss ich auch noch einsammeln.
Hier drunter ist auch direkt Seetang. Ich weiß gar nicht mehr, wie Metallerz aussieht, ganz ehrlich. Aber da ist der. What? Oh, Pufferfisch ist explodiert, glaube ich. Ich habe keinen gesehen. Oh, guck mal da, wie die Blümchen hier alle am Sprießen sind. Ja, ja. Da hier. So, wenn du Hunger hast, nimm dir was. Ja, wo ist das Funkgerät? Das habe ich oben bei uns platziert. Da hier, pass auf. Wo ist er? Oder? Da hier. Na hier, hm. Achtung! Ach, das ist das Radio. Hatte ich ja auch bei mir im Ladebildschirm gesehen. Ne? Hm. Oh ja. Okay. Na komm, machen wir es wieder aus. Ja, so, fertig auf der Insel. Ne, Quatsch. Schaufel. Ich vergesse die ganze Zeit. Ja, Schaufel. Da ist es. Moment mal, sieh dir das an. Komm mal her. What? Siehst du das, was ich da sehe? Oh Gott! Das ist noch eine Insel! Die ist ja riesig! Mein Gott, ja, da können wir als nächstes hin. Und sieh mal da, was auf der Flagge drauf steht. Ja, help, ne? Ja, help. Ja, ja, hab ich gesehen. Damn. Was da wohl passiert ist? Der Captain ist irgendwo gestrandet, ne? Hm. So. Ich hab keinen Haken. Aua. Aua. So. Schaufel. Wo ist meine Schaufel? Gute Frage. Ich glaube hier, ne? Wo ist mein Haken? Da ist mein Haken. Ich habe einen Haken. Nein, nicht da einlagern, boah. Da, nein, schon. Du sollst halt da raus, nämlich. Boah, Leute. Boah. Gehst du in meine Hand rein? Nein, scheiße, ich bin gleich tot. Oh Gott, wo habe ich denn die Pilze jetzt nochmal eingepackt? Guck mal, unser Forschungstisch da war, ja. Ich meine, das Funkgerät konntest du nicht irgendwie analysieren oder so? Hm, das ist eine gute Frage. Na, wo willst du das denn herholen, ne? Ja. Gott, mein Gott, alles voll hier. Ich habe keinen Platz mehr. Ich will den Hai knabbern. Sowas dagegen. Ich bin ja gerade am Lagern. Mein Gott, wo ist unser ganzes Zeug? Da? Musik. Komm, wir haben Musik mitten aus dem Nichts. Ne, kann man nicht erforschen. Ja, hab ich schon gedacht irgendwie. Dann stelle ich einfach das Radio wieder zurück. So, dann gehe ich noch mal kurz in Schmutz da holen. Ja, und dann können wir die Anker lichten. Ja, dann gehe auf die große Insel da. Oh Junge. So, habe ich jetzt alle Bäume abgehackt oder so? So, Ananas. Duff. So, Schmutz und Schrott. Schmutz und Nagel. Das war's. Nur zwei Dinger. Ich meine, hier ist nichts mehr anderes, ne? Ich denke mal nicht. Ich frage mich, ob ich das hier echt irgendwie so eine riesige Karte ist. Weil ich habe gedacht, das ist irgendwie so random generiert. Wenn wir irgendwie in eine Richtung nach einer bestimmten Zeit gehen, dann generiert das irgendwie eine Insel oder so, aber anscheinend scheint er dann hier alles so einen festen Platz zu haben irgendwo. Irgendwie schon. So, das ist eine. Na ja, weiter. Wo ist die Insel? In welche Richtung? Warte, wo war sie? Sie war, glaube ich, in dieser Richtung. Wenn ich sie sehen könnte, ne? Ich
sehe es jetzt auch gerade nicht. Ah, da, doch da, in diese Richtung, wo ich hinschaue. Richtung Mond, okay. Kann ich schon mal Ding dahin sehen. So. Na dann mal los. Na dann, Abfahrt. So, ja, ich bin voll. Vom Wald. Ich habe auch keinen Platz in meinem Inventar. Ich glaube, ich werde erstmal die Kapitänsmütze da rein tun. So viele Kartoffeln, Mann. Warte, eins gehörte sie einem großen Captain. Ich tue auch mal erstmal in die Kiste auch noch das fehlende Metall. Halt das Metall jetzt behalte ich, das ist meins. Aber da tue ich den Sand mal rein und den Seetang. Wir bewegen uns gerade gar nicht. Doch ein bisschen. Wir müssen uns bewegen. Dann gehen wir in die Richtung. Ich habe doch da gesagt. Vogel. Vogel. Na, sieht man die Insel noch? Ja. Gut. Was ist so? Ja, die hat ja irgendwann einfach verschwindet. Na hier, willst du mal den Vogel rupfen? Ruf mal den Vogel. Ich habe gar keinen Platz. Ich habe auch wenig Platz. Ich bin gerade unsere Sachen hier am Gießen. So. So. Lass ihn da liegen. Vielleicht sieht der Krähen an. Dann haben wir noch mal was Neues. Oh, guck mal, wie groß die Insel ist, ey. So. So viel Platz, den ich schon wieder nicht habe. So, ich brauche jetzt nur noch ein paar Planken, dann kann ich mir Metallsperr machen. Und das werde ich jetzt auch machen. So, ist irgendwo ein Vogel am Rumschwirren. So, jetzt muss ich was essen, endlich. So. Mit diesem Speer hier werde ich unbesiegbar sein. 5 Minuten später tot. Hey, 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 sag das nochmal. Wo sind unsere Rüben? Oh, hier haben wir noch Ananas und Melonen, sich gerade. Ja. Und wir steuern geradewegs auf die Insel zu. Gut. Ich habe irgendwas. Soll ich, den Anker lichten? Na. Soll ich den Anker werfen? Ich. Blöder Hai. Ah. Ich lass den Anker mal runter. Okay. So, ich muss mich aber erstmal wieder leeren. Ich habe wieder keinen Platz in irgendwas. Ja, ich muss auch erstmal Zeug loswerden. Ganz so viele Sachen. Ja, so viele Sachen und so wenig Platz. Ach. War Worte wohl noch nie gesprochen. So, meine Pflanzen. Ich weiß nicht, warum ich die Pflanzen eingesammelt habe. Wir tun die jetzt ja alle selber züchten. Ja. So, Seetang weg damit. Ich hab den Glibber da schon reingetan. So, Kokosnüsse haben wir auch voll, Mann. Wir müssen auch irgendwann nochmal so eine Essenskiste machen. So. Oh, ich tue jetzt einfach mal in so eine Kiste, wo nur Kartoffeln und Rüben sind, tue ich auch noch 2 Hähnchenschenkel rein. Und ich weiß, dass sich das anpisst. Ich nehme die einfach raus und esse die. So, ich nehme mir noch mal ein paar Planken mit, falls ich die brauche. Mein Gott. Ich glaube, dass ich jetzt mittlerweile gut vorbereitet bin. So, den Schmutz tue ich auch weg. So, ich bin die Schaufel tue ich wahrscheinlich auch lieber weg erstmal.
Gut, meine Axt und also was ist fast alles kaputt, aber ich habe genug Zeugs, um die wieder zu bauen. Wo war eigentlich nochmal die Schmelze? Wo konnten wir die eigentlich nochmal machen? Ich glaube, ich habe eine zweite Schmelze brauchen. Ich bin dafür, dass wir eine machen. Ja, also da kostet alles Metall, also da brauchen wir doch alles für anderes Zeugs. Ich will zumindest sehen. Ah, hier. Was brauchen wir denn dafür? Planken, wir brauchen. Ach so, wir brauchen dafür Trockenziegel. Ziegel und Nägel und Schrott. Und wir brauchen dafür keine Erze. Also stimmt, ja. Man kriegt da gar keine Erze ohne die Dings. Ja, dann ohne die Schmelze kriegen wir ja gar keine Erze. Ja, ja. So, wir können darüber später nachdenken. Gehen wir erstmal schlafen. So. Ist ja nicht gerade Tag? Ich habe übrigens das Radio mal auf dem Tisch platziert. Ja, sehr gut. Ja. Oh, puh. Was? Kann tagsüber nicht schlafen? Oh, was? Ja, ist schon wieder Tag. Na gut. Fein. Also ich bin leer, ich kann da reingehen. Mach ich jetzt auch. Mal gucken wir mal. Na gut, ich habe noch 6 Slots frei. Haben wir noch eine Schere? Du hast doch mal eine Schere irgendwann gemacht, ne? Du hast ja gesagt, wir können da. Ich habe keine Schere gemacht. Ne? Ich dachte, du hast mal eine gemacht. Nein, ich habe keine gemacht. Ich wollte eine machen, aber ich habe noch keine gemacht. Metallbahn, Scharnier und Schrott, alles klar. Na, gucken wir erstmal, was hier so alles ist. Hm. Du hast ja gesagt, man kann die irgendwie damit scheren oder so, ne? Die Lamas. Ja. Nur ob man die freien irgendwie scheren kann. Hm. Das ist eine gute Frage. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ja. Das ist meine Axt. Da ist meine Axt. Ich fange jetzt erstmal an, hier ein paar Bäume zu fällen. Fakt ist auf jeden Fall, dass wir auf jeden Fall auch noch. Ja. Ja. Zumindest ein paar Kugelfische hier finden. Ja. Damit du die erledigen kannst. Ja, damit wir an das Pulver rankommen. Ja, wenn wir nämlich das Pulver haben, habe ich Munition für den Netzwerfer. Ja. Ja, und wenn ich dann damit ein Tier treffe, dann können wir das einfangen. Genau. Nein. Also die Tiere sollten wir am liebsten nicht töten, die ja gerade, die wir finden. Ja. Na gut. Ich hoffe, die kooperieren damit. Ich versuche nämlich gleich den Berg da hoch zu klettern, nachdem ich die Bäume hier abgehakt habe. Ich fange hier auch gerade an, hier Holz zu hacken. Aber irgendwas kommt uns bestimmt hier im Weg. Diese Felsformation ist sehr seltsam. Der Baum hier ist ja seltsam. So komisch geformt. Ja, aber jetzt ist ja noch nichts. Oh. Oh. Hm, mal ein bisschen Ruhe. Hm. Ach, scheiße, der ist explodiert. Na. Oh Gott. Dann mache ich mich mal auf dem Weg hier nach oben. Bis jetzt ist hier noch nichts. Da sehe ich einen Geier. Oh. Doch, ein alter Geier. Wir müssen mal versuchen, auch zu erledigen. Ich glaube nicht, dass wir mittlerweile in der Verfassung sind, dass wir das schaffen. Da kommt er. Aus dem Weg. Daneben. Was hat der Ananas? Der Dodge Roll. Ey, ich habe die Felsformationen hoch geschafft. Und hier ist einfach mal absolut gar nichts. Oh, da ist ein. Ah. Also jetzt muss ich mich mit einem Warzenschwein unter den kloppen. Cool. Aber lass mich los. Lass mich los. Oh Gott. Oh Gott. Das ist nur ein cooler Fisch. Ich will nicht die ganze Zeit rennen. Ich weiß nicht, ob er Ausdauer verbraucht oder so. Oder Hunger oder so, bestimmt. Oh Gott, jetzt bin ich runtergerutscht. Oh, jetzt muss ich wieder da hoch hin. Oh. Blöden Viecher, ey. Wie soll man die denn erledigen? Die platzen ja sofort. Ja, manchmal nicht. Das sah in dem Video so viel einfacher aus. Ah, hier sind ganz viele von den scheiß Viechern. Oh Gott.
Oh. Lass mich los, Leute. Lass mich durch. Okay, war das Schwein, habe ich abgehängt, glaube ich. Ne, da ist es noch. Oh Gott. Da kommt der Vogel. Daneben. Fuck. Ich bin vergiftet. Na, dann geht zum Fluss oder so. Ich bin jetzt ja gerade voll oben am Berg. Ja, ja, schon gut. Oh, hier ist eine Sackgasse. Wir sind auch gleich fast in einer Stunde, aber ich kann jetzt den schlechten Schnitt machen, wenn ich hier oben in Lebensgefahr bin. Ja. Ah. Bin ja, hier unten gerade in Lebensgefahr. So, hat er mich schon direkt gesehen, obwohl ich. So. Nein, geh weg. Ja, jetzt eine Stufe. Ihr kommst du nie im Leben hoch. Ja. Fuck. Na, wer, das lohnt sich nicht. Oh, ja, schon wieder ein Ziegenbock. Geil. Ich jetzt eine Schere hätte. Mein Gott, hier ist schon wieder so ein Häuschen. Ist klar. Na, hey, gib mir meine Socke weh. Wieder so ein Ziegenbock. Na, hey. So, lass mich da hoch. Lass mich da hoch. So, was habe ich gewonnen? Nichts. Hier ist ein Satellit. Kann ich da was machen? Ja. Nö, ne. Hier ist eine Kiste mit Zeugs. Fuck, ich sterbe. Na. Ich bin so gut wie tot. Aber ich lebe noch. Okay. Ich bin gerade ganz oben angekommen. Ja, ich bin ganz unten. Was habe ich schon wieder? Alles voll. Boah, Leute. So. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, da habe ich Essen, ohne dass mich jemand stört. Nein. Alter, dieser Scheiß Hai! Naja, merkt ihr das, du Dreckshai? No! Du Miststück! Okay, mit dem Metallschwerker muss man den nur zweimal stochern. Und dann verschwindet der schon. Okay, sehr gut. Da haben wir nochmal ein paar Pfeile. Dafür brauche ich aber ja noch ein paar Steine. Stein. So. Ach toll, ist für eine Kiste ja den ganzen Weg hochklettert. So ein bisschen Loot. Oh Gott, ich bin fast tot. Ich komme lieber runter. Okay. Hey, Daniro, alles in Ordnung da drüben? Ja. Blöd Vogel, tut mich hier die ganze Zeit mit Stein bewerfen. Aber ein Dodo. Weißt du, du wirst vom Vogel angegriffen, das heißt, dann darfst du gleich erstmal Chicken essen. Ja. Ich schmeiß mal für dich auf den Grill, ne? Ich hoffe, ich werde nicht getroffen. Ich hocke hier gerade unter dem Häuschen. Damit du in Sicherheit bist. Ja, von den Steinen. Ich hoffe, er trifft mich nicht. Ein Angriff müsste nur aushalten. Dann werde ich ja sehen, ob der mich trifft oder nicht. Ich glaube, du bist gerade wirklich in der Sticky Situation. Ja, und da ist der perfekte Punkt, um einen Schnitt zu machen. Wird ja, okay. Beim nächsten Mal ja, noch am Leben sein. Findet es auch. Das alles erfahren wir in der nächsten Folge. Von Raft. Ciao. Genau. Ciao.